Es sind immer wieder schwere Bilder, die von der Flucht der Rohingyas erzählen. Rund 500.000 Menschen dieser muslimischen Minderheit haben bereits das buddhistische Myanmar verlassen. Laut UNO könnten es 700.000 werden. Der Zugang zu den Rohingyas-Gebieten war bis jetzt fast unmöglich. Nun können sich aber führende UN-Mitarbeiter erstmals ein Bild von der Lage im Bundesstaat Rakhine machen. Bis jetzt liegen der UNO nur Satellitenbilder vor, die vom Ausmaße der Gewalt berichten. Laut mehreren Quellen wurden komplette Dörfer der Minderheit vom myanmarischen Militär abgebrannt. Minen sollen die Rückkehr an den Landesgrenzen verhindern. Nach internationaler Kritik an der Behandlung der Volksgruppe hat die stark umstrittene Regierung Myanmars bis jetzt nur diese einzelne Reise nach Rakhine erlaubt. Seit dem Militäreinsatz gegen Rohingyas vor 4 Wochen habe die UNO keine Hilfsgüter verteilen können. Überfüllte und widrige Flüchtlingscamps im benachbarten Bangladesch sind erste Zufluchtsorte für die Rohingyas. Das Land ist von den Flüchtlingswellen stark überfordert. Es erlaube nun etwa 30 internationalen Hilfsorganisationen den Zugang zu den Camps für mindestens 2 Monate.